Ich bin sehr unfair zu dir. Ja, ich Flammenfähre. bin der beste Gott der Welt. Freundlich bis zum Geh nicht mehr. Ich nehme jeden meiner Untertanen ernst. Und warum ist das gerade nicht kaputt gegangen? Fragen über Fragen. So, gibt's jetzt hier nochmal einen neuen Megablast oder nicht? Ich glaube, in diesen Bäumen hier ist ordentlich viel Holz drin. So, zack, rein da. Euch geht's gut hier, ne? Ja, euch geht's Wir super. brauchen Lebensmittel. Ach. Bekehrter Stellt Züchter. euch mal nicht so an. Ihr sollt ein bisschen Sex haben und dann ist das mit dem Lebensmittel auch wieder vergessen. Das ist alles nur eine Projektion, verdammt nochmal. Ganz ruhig bleiben. Und dann ist alles in Ordnung. So, baut hier mal ein neues Haus hin. Da auch, so, zack. Guckt mich nur, baut auch mal. Was ist das? Eine Baustelle? Habe ich ja noch nie gesehen. Ja, weil ihr das Arbeiten alle nicht erfunden habt. So, Rüdiger, wo bist du denn? Rüdiger, ich hab was für dich. Bitteschön. Oh, 6%. Ah, hat nicht geklappt. Und was ist damit? Versuch's mal. Oh, schon auf 24% das Teil. Das ist mal wieder was anderes. Aber dafür musst du erstmal zu der gegnerischen Kreatur gehen. Deswegen lassen wir das mal ganz kurz sein. Und binden ihn einfach dran an. Du kannst da gerne hinscheißen, wenn du es nicht halten kannst, Rüdiger. Gerne, 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 gerne. So. Dieses Dorf gibt es auch noch. Habe ich ja fast vergessen. Freut mich, dass du dich nicht um die Bedürfnisse deiner Untertanen scherst. Ich hab's vergessen, Kumpel. Aber hey, gut, dass wir miteinander so gut auskommen. Ich hab doch hier genug Nachkommen. Das ist auch nur so ein, ja, so ein Dorf, was man irgendwie noch so hat. Eigentlich total unnötig. Deswegen kann ich auch gerne mal einen ausgewachsenen Mann nehmen. Einen stämmigen, ausgewachsenen Mann und ihn in die Waagschale legen. Hohoho, da wird jede Kerlenstimme sogar zu einer Frauenstimme. Ganz einfach und ganz fix. Gut, dann brauchen wir noch ein Schaf. So, ich nehme ein Huhn, ein Schaf. Oh, reicht noch nicht. War das das Falsche? Himmlische Herde. Ja, so wollte ich das haben. Das wollte ich haben. Juhu, guck mal, ich bin euer neuer Gott. Kennt ihr mich schon? Ich bin Mad Bone. Oh, hier wird ja getanzt. Ja, du bist freundlich und hilfsbereit, aber das Tanzen gehört da nicht wirklich zu. Mann, ich glaube, du musst mal endlich merken, was ist gut und was ist falsch. Ich meine, Rüdiger, wir beide, wir haben ja schon ein ganz gutes Verhältnis, aber so? Nee, da musst du dir echt nochmal überlegen, was du da machst und was nicht. Prioritäten, sage ich dir, mein Freund. Prioritäten musst du setzen. Wenn ich sage, dass gut zu sein dazu gehört, ja, ein Lagerhaus aufzufüllen und sowas eben. Guck mal, was da ganz schnell passieren kann. Gluck, 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 gluck. Und hier Wunder des Sturms. Das klappt wohl noch nicht. Was haben wir denn da? Auch ein Wolfswunder. Vielleicht kriegst du das ja gelernt. Versuch's zumindest mal. Nein, passt auch nicht. Okay, haben wir hier wieder was Neues? Ja! Guck mal, Rüdiger, ich hab was für dich. Versuch's einfach mal. Auch 6%. Das wird auch nicht mehr. Das wird noch eine ganze schwierige Geschichte. Wir haben kaum noch Holz. Schaut mal. Hier wird dieser Wunderspender gebaut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den zu einem Wunderspender meiner Wahl umfunktioniere. Geistesschild, kannst du das eigentlich auch erlernen, Rüdiger? Versuch mal. Ja, ein bisschen zumindest, ne? So, das war das, was du vorher schon gebraucht hattest? Gut.
Na, wo ist dein Gott jetzt? Das war übrigens in einer wissenschaftlichen Arbeit, die ich mal gesehen habe, eine Unterschrift. Ich sage euch nicht von wem. Meine war es auf... Unterschrift, Überschrift meine ich. Über und unter, das ist so ein kleiner Unterschied. Kein Überschied. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ne? So, Rüdiger, dann machen wir Nahrungsmittel. Das kannst du gut. Und damit kannst du auch gerne mal weitermachen. Bekehrter Bauer. Ich will euch nicht zu Bauern bekehren, ich will euch zu Züchtern bekehren. Ja, oder so. Ich wollte... Nee, was machst du da, Rüdiger? Kein Wunder, dass sie sich hinsetzt. Frisst das Menschenvieh auf. Sag mal, du Trottel, klaust du mir dann meine Gerüste? Das tut man aber nicht. Nicht so, dass ich das nie gemacht hätte, aber... Das ist nicht die feine englische Art, Kumpel. Ich wollte ja hier noch so eine Krippe bauen, ne? So. Ich war, als ich kleiner war, übrigens nicht in der Lage, eine Grippe von einer Krippe zu unterscheiden. Als dann irgendjemand meinte, ich habe Grippe, da habe ich gedacht, was, ist schon wieder Jesus angesagt? Juhu! So, bitteschön, versuch das mal, Rüdiger. Hier, bitteschön. Rüdiger! Rüdiger! Rüdiger, hier. Nimm. So. Und dann hau raus. Nee, kannst du jetzt gerade nicht, aber ich möchte es dir zumindest mal beibringen. Hahaha, hier Rüdiger, das ist noch viel wichtiger. Wenn du das kannst, bist du der Gott. Nein, ich bin der Gott. Aber versuch's doch einfach mal. Ach, dann nicht, dann legst du da wieder hin. So. Und guck mir zu. Du bist so ein bisschen wissensresistent, ne? Aber jeder braucht eine gewisse Resistenz. Ob es nun Wissen ist oder, ja, Pflanze oder so. Hm. Ja, genau, bewässer nochmal eine Runde. Du bist so sinnvoll, Rüdiger. Du bist meine Lieblingskreatur. Ich glaube, ich mach dich am Ende doch noch böse. Das klappte überhaupt nicht. War ja auch schon vorher klar, dass du das nicht hinkriegst. Ich meine, du hast es nie hingekriegt. Noch gar niemals. Warum hätte es jetzt klappen sollen? Ich habe keinen Grund gesehen. So, wo, wie groß ist jetzt diese Bevölkerung hier? Ja, schaut mal. Das ist schon mehr geworden. So, Gerüstwert 1. Bauen wir mal hier hin. Zack. Und hier wird mir echt zu wenig gebumst. So. Bekehrte Züchter brauchen wir. Hier noch einen und da noch einen und da sowieso noch ein paar. Und du auch. Jawohl, und du. Und Frauen. Ja. Ob die wohl im Kindergarten das schon beigebracht gekriegt haben von wegen, ja, ihr müsst bestimmt hinterher ganz viel Sex haben, wenn ihr groß seid. Also übt schon mal. Oh, das hört sich alles falsch an. Okay. Wunsch nach öffentlichen Bauten und Nahrungsmitteln ist da, kann ich aber gerade nicht gewährleisten, weil ich, wie gesagt, nur ein Gott bin und nicht mehr und nicht weniger. Weniger wäre auch doof in diesem Spiel. So, jetzt wird noch ein bisschen um die Krippe getanzt, weil diese Menschen in diesem Film, genau, diesem Spiel die ganze Zeit tanzen müssen. Es ist schon ein bisschen wie Bollywood, ne? Kaum passiert irgendwas, es muss getanzt werden. Es muss getanzt werden. Boom! Hast du wahrscheinlich nicht so gedacht, ne? Oh, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Oh, mitten im Kindergarten, das tut mir leid, das tut mir richtig leid. Nicht. Oh, es schreit alles. Das ist ja gemein. Wer war das nur? Hier sind echt viele Menschen. Bekehrter Züchter. Das hat mittlerweile geklappt hier. Bekehrter Züchter. So, dann wollen wir mal einen ordentlichen Porno drehen. Bekehrter Züchter.
So, hier am Dorfzentrum, da ist ja immer was los. Wenn du irgendwo einen Züchter finden willst, dann geh mal zum Dorfzentrum. Wie viele Leute haben wir denn hier mittlerweile? Rest, glaube ich, ist mir egal. Bla bla. 87, 82, gute Quote. Wenn nur 5 Leute auf. Nee, 5, genau, doch 5. Auf der Straße leben, ist das schon mal ein ganz guter Schnitt. Mega Blast für Rüdiger. Also Rüdiger, wenn du diesen Zauber kannst, ne, dann bist du der Mega-Mensch hier. So, dann versuch mal den rauszuhauen. Das sollte leider nicht klappen. Was ist hier los? Meine Kreatur wurde wie durch ein Wunder geschwächt. Im Lagerhaus gibt es fast keine Nahrungsmittel mehr. Oha. Ach, scheiße. Okay. Wie viele Steine habe ich denn? Das... Nee, scheiße. So. So. Dann machen wir das mal so. Und ich habe... So. Dann kann ich ordentlich schießen. Juhu! Erster Treffer schon mal drin gewesen. Versenkt! Oh nein, ein Schutzschild. Was bist du für eine Pussy, Mann? Steh doch mal zu deinem Gerle. Steh deinen Mann, denn er wird wahr. Wenn der Tag gelaufen ist. Ihr braucht Holz. Ich auch. Aber ich hab Holz. Ich weiß, wo ich Holz herkriege, weil ich den größten Anteil dieser Karte beherrsche. Ha, und ihr nicht? Wisst ihr, wo der Unterschied zwischen euch und mir ist? Skill. Ganz einfach. Ja, also wirkliches drauf habe ich eigentlich nicht in diesem Spiel. Ich weiß zwar, wie die Mechanik funktioniert, aber wirklich die Megatechniken und ja, von wegen, wann muss ich hier wen bekehrt haben und wie viele Punkte kriege ich wofür, damit ich dies und jenes mache. Nein, das fehlt bei mir. Aber Black and White war ja zum Glück auch nie E-Sports. Noch nie war es E-Sport. Und da bin ich auch froh drum. So, Rüdiger, wie geht's dir? Oh Gott! Ich bin auf die Nase gefallen, deswegen muss ich schreien. Wie hier so viele Leute, Männer, alle sich darum kümmern, dass... Oh Gott, Rüdiger. Rüdiger, friss! Friss! Okay, der Rest kommt weg. Du bist aber schon ein großes Mädchen. Du bist bestimmt gleich erwachsen, wa? Meine Güte, das lädt ja schnell nach. Wo ist denn Rüdiger jetzt schon wieder? Okay, du kannst gerne schlafen, aber vorher versuchst du das nochmal. Oder nein, legst du einfach hin. So. Gute Nacht. Okay. Das ist das Fieseste, was dir passieren kann. Das komplette Lagerhaus kaputt und alle desillusioniert. Was passiert hier gerade? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das war der Mad Baron. The Mad Baron.